Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Wir befinden uns immer noch in der Himmelsfestung und haben herausgefunden, dass wir nun scheinbar gegen Coco, Axel und Horus antreten müssen, um weiterzukommen. Und ja, ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen, sind also sehr gute Voraussetzungen für den nächsten Bosskampf. Ich habe dann hier per Schnellspeichern einfach gespeichert. Und dass wir so ein bisschen angeschlagen sind, sind natürlich auch gute Voraussetzungen für den Bosskampf. Also ich mache mir scheinbar das Leben gerade selber ein bisschen schwer. Aber gut. Wie gehen die Stacheln jetzt? Im Zickzack quasi. So. Hihi. Was für ein braves, gehorsames Kind. Ah. Schon wieder du. Du bist gar nicht Svenja, sondern nur eine billige Fälschung. Von dir lasse ich mich nicht nochmal an der Nase herumführen. Du brauchst dich gar nicht so dumm zu stellen. Dir habe ich es schließlich zu verdanken, dass ich hier festsitze. Ganz genau. Tolle Verkleidung, Aufschneider. Sicher hast du diesen Fummel auch dazu missbraucht, Julian hier einzusperren. Pichu! Svenja und nochmal Svenja? Verflixt, so wird das nichts. Wenn ich nur nach dem Aussehen urteile, finde ich nie heraus, wer das Original ist. Ah, ich hab's. Ich frage euch einfach nach Dingen, die nur die echte Svenja wissen kann. Dich frage ich zuerst aus. Warum dich? Na, weil du Svenja sehr ähnelst. Ich nehme mich jetzt ins Kreuzverhör. Mal sehen, was frage ich dich zuerst? Ist Talugas Kind ein Mädchen? Ich finde das sehr interessant, weil der Julian, mit dem wir da rumgelaufen sind, war ja scheinbar auch eine Kopie. Sehr geschickt gemacht, durchaus. Ja, Nema ist, glaube ich, weiblich. Hat Booker die MS Ranger gebaut? Ja. Ist Moritz ein großer und ziemlich gut aussehender Mann? Das ist fies. Nö. Du musst die echte Svenja sein. Du hast ohne zu zögern geantwortet. Pichu! 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 Pi! Ditto! Das war so ein Ditto, das ich verwandelt hatte. Hey, so war das aber nicht abgemacht. Hätte ich dir etwa schon erlaubt, dich wieder zurückzuverwandeln? Naja, Coco ist ja die Meisterin der Verkleidungen, haben wir ja gehört. Das war eine perfekte Kopie. Und trotzdem hast du sie durchschaut. Ich kann das einfach nicht glauben. Sie waren also diejenige, die mich hier eingesperrt hat, Coco. Du hast es erfasst. Dass ihr hier auf einem so offensichtlichen Schwindel hereingefallen seid, ist einfach zu witzig. Ich habe mich kaum mehr eingekriegt vor Lachen. Ich würde nur zu gern noch ein bisschen mit euch spielen, aber ich glaube, es wird langsam Zeit, all dem ein Ende zu setzen. Wollen Sie uns etwa mit diesem Ditto zum Kampf herausfordern? Fun Fact, von den dreien, gegen die wir hier kämpfen müssen, finde ich, Coco ist, glaube ich, die gemeinste. Also vor Coco habe ich, glaube ich, am meisten Angst. Wobei die alle nicht ohne sind. Sollen vor diesem süßen Kerlchen etwa Angst haben? Nehmt die Verwandlungsfähigkeiten von Ditto bitte nicht auf die leichte Schulter. Was, wenn es sich zum Beispiel in eins der Pokémon verwandeln würde, die ihr über diese Runen herbeirufen könnt? Was? Was für Gesichter würdet ihr wohl machen, wenn ihr gegen eins dieser Pokémon zum Kampf antreten müsstet? Probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, Bosskampf gegen Coco. Und Ditto ist durchaus kein leichter Gegner, auch wenn man erst denkt, ach ja, Ditto, total süß. Aber die Idee finde ich mega cool, dass man quasi so gesehen gegen mehrere Pokémon gleichzeitig kämpfen muss. Weil ihr seht, Ditto kann sich in die Raubkatzen verwandeln. Macht aber immer noch lustige Geräusche, aber ja. Sollte man keinesfalls unterschätzen. Aber die Idee, wie gesagt, finde ich bombastisch. Dass man nicht ein festes Pokémon hat, gegen das man hier kämpfen muss, sondern drei. Startet natürlich, verdammt, mit Raikou. Weil Raikou ja auch die erste Raubkatze war. Und geht dann gleich auch weiter. Ich finde diesen Kampf nur nervig, weil ich finde, gegen die drei zu kämpfen ist schon nicht ohne. Und ihr seht, wie langatmig das Ganze hier ist.
So, hallo Entei. Weil Ditto ist schon echt schnell. Hör auf damit. Hör auf damit. Voll durch meine Fanglinie durch. Also da habe ich mir auch echt so das Schlimmste als erstes ausgesucht. Finde ich zumindest. Wenigstens habe ich dir voll eine reingewirkt. Pichu, warte mal noch ein bisschen. Ja. Genau deswegen. Natürlich wird Ditto auch irgendwann wütend. Huch. Hallo, Suicune. Dann können wir uns aber Suicunes Muster schon mal so ein bisschen angucken, während Ditto hier, Pichu hier Ditto bearbeitet. Also die sind echt verdammt schnell, muss man sagen. Sie haben viele verschiedene Attacken. Ich finde ihre einzelnen Formen auch schwerer, als wie sie eigentlich waren. Sehr schön. Was mache ich mit dir? Das war gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wenn die Eiszapfen weggehen würden. Und da haben wir wieder Entei. Ich weiß nicht, ob die letzte Phase vielleicht Zufall ist. Na, ich glaube, am Ende wechselt er einfach random durch. Nochmal. Um es dir besonders schwierig zu machen. Ja. Gut. Ich habe, glaube ich, zweimal Schaden genommen. Ich bin, glaube ich, mit 85 gestartet. Also das ist voll okay. Das war ein ganz souveräner Ditto-Kampf. Nee, also vor Ditto habe ich schon ziemlich viel Angst. Weil, wie gesagt, die drei Raubkatzen, wo es da so ein bisschen durchwechselt. Ich mag die Idee total gerne. Aber es ist halt nicht ohne, weil die auch sehr schnell sind und meiner Meinung nach auch schwieriger sind als ursprünglich. Deswegen habe ich vor Coco eigentlich mit die größte Angst von den dreien, weil das Ditto wirklich fies ist. Aber wir haben uns ganz gut angestellt, finde ich persönlich. So. Wie konnte ich nur verlieren? Ausgerechnet ich. Ich fühle mich so, als hätte ich gerade meinen Schrank geöffnet und meine geliebte Kleidersammlung wäre spurlos verschwunden gewesen. Hören Sie mal, es spricht nichts dagegen, sich fein anzuziehen und zu verkleiden. Warum sehen Sie das hier nicht als eine Gelegenheit an, um Ihrem wahren Ich mal wieder tief in die Augen zu schauen? Pah! Ihr seid doch nur Kinder. Redet nicht so daher, als würdet ihr mich verstehen. Coco ist verschwunden. Ob das wohl die Macht dieser seltsamen goldenen Rüstung war? Svenja, es tut mir leid, dass ich dich für eine Kopie gehalten habe. Aber ich muss dich leider trotzdem nochmal fragen. Bist du auch wirklich das Original? Nur Spaß, ich wollte dich nur auf den Arm nehmen. Ach, Julian. So, Teil 1 wäre geschafft. Ein Signal des Tors wurde gebrochen. So, da wären wir auch schon wieder. Nehmen wir Hundemann ruhig mal mit, weil du hier gerade so von meiner Nase rumläufst. Und dann mal gucken. Nein, lass das. Also ich bin, wie gesagt, mit dem ersten Fangversuch ganz zufrieden. Gut, ohne Schaden bin ich nicht durchgekommen, aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Also das passt schon. So, wir hatten Coco. Dementsprechend, aufladen muss ich mich nicht, geht's jetzt auf der anderen Seite weiter. Hier gibt es so viele coole Pokémon zu fangen. Ich weiß nicht genau, wer hier ist. Ich meine Hokus. Ja, das trifft sich ganz gut. Hokus finde ich persönlich zwar anstrengend, aber glaube ich noch mit am leichtesten von den dreien. Ladies und Gentlemen. Und Gentle Pichu natürlich. Willkommen zu Spiel, Spaß und Gaukelei. Redet näher und werdet Zeuge meiner fantastischen Zaubershow. Lasst mich euch entführen in eine Welt, in der nicht so ist, wie es scheint. Mein erster Trick trägt den Namen Luftige Höhen. 1, 2, 3 und los! Moment mal, was machen wir denn plötzlich über den Wolken? Pichu? Kommen wir nun zu einem besonders wundersamen Wunder. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Spaziergang auf den Wolken.
Ich ziehe mich nun erst einmal auf bis auf Weiteres zurück. Macht's gut, man sieht sich bei der nächsten Vorführung. Und passt schön auf, dass ihr nicht von einer Wolke purzelt. So, Gardevoir, wollte ich gerade sagen. Hatte ich Gardevoir schon? Ja. Huch, bin ich da jetzt schon wieder dran gekommen? Mensch. Wunderbar. Eure Gelassenheit ist einfach fabelhaft. Dafür haben sich die beiden einen kräftigen Applaus verdient. Klatsch, klatsch, klatsch. Wie lange sollen wir uns das hier noch bieten lassen? Pichu, Pichu! Und dann als nächstes will ich jetzt ein bisschen Applaus bekommen, so. Ich präsentiere euch nun einen Zauber, den ich mir extra bis jetzt aufgehoben habe. Mit den simplen Tricks, die ich den Kindern von Villa Diagonal vorgeführt habe, hat dieser hier aber nun sehr wenig gemeinsam. Dann wollen wir mal, ich habe hier äußerst mysteriöse Kisten vorbereitet. Für diesen Trick brauche ich mal eben die Unterstützung von einem kleinen Freund hier. Und schon geht's los. 1, 2, 3, tada! Pichu? Pichu ist verschwunden. Hey, wo hast du Pichu versteckt? Macht euch mal keine Sorgen, euren kleinen Freund. Mein nächster Programmpunkt soll als kleine Verschnaufpause von diesem Feuerwerk an Zaubertricks dienen. Weiter geht's mit einem Quiz. Und die große Frage lautet, wo steckt Pichu? Das kleine Pichu, das eben verschwunden ist, befindet sich in einer der Kisten, die auf den Wolken verteilt sind. Aber in welcher nur? Na was ist, es sollte doch ein Klacks für euch sein, euren Freund zu finden. Schaut euch mal schön an. Wie nervig. Wir müssen irgendwie Pichu wiederfinden. Mhm. Da ist auch eine Kiste. Ach, Psykraft 3 brauche ich dafür. Okay. Also ich finde es ja ganz schön, dass sie bei jedem Boss noch so ein bisschen was dazugepackt haben. Oh, hoppla, tut mir wirklich leid, aber diese Kiste war eine Niete. Du bist eine Niete. Dann wollen wir doch gleich mal zu einem Strafspiel übergehen. Sei vorsichtig, Svenja. Uiuiui. Ja. Die sind aber nicht so schwer zu fangen. Das ist so ein typischer Fall von, die sehen bedrohlich aus, aber das war's dann eigentlich auch schon. So. Ich habe nichts gegen die Strafspiele, kriege ich noch ein paar Erfahrungspunkte. So, Gardevoir, du kommst mit. Weil ich brauche ja immer ein Psykraft-Pokémon. Oh, geh doch nicht einfach durch meine Fanglinie durch. Das ist schon so ein bisschen nervig. Oh, da kamen noch mehr Kugeln. Das hätte ich wissen können. Ich glaube, ich fange mir in Zukunft für die anderen Kisten Traunmagiele. Irgendwie ist Gardevoir extrem nervig zu fangen. Aber gut. Da geht's weiter. Nein, ich wollte nicht in ein... Beziehungsweise das Gardevoir ist in mich reingelaufen. Nein. So. Machen wir die Kiste auch mal auf. Ich weiß gar nicht, ob das feststeht, welche Kiste die richtige ist. Oder ob wir einfach sowieso alle Kisten durchtesten müssen und die letzte die richtige ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn das jemand weiß, kann man das gerne sagen. So, was haben wir jetzt? Ach so, wieder die 3. Ja, gut. Komm her. Na. Okay.
Ich meine, so kann ich mich immerhin wieder so ein bisschen heilen. Weil ich ja nach jedem Kampf ein paar KP quasi wieder zurückbekomme. Traumagil? Dich brauche ich einmal bitte. Ha! Hat auch geklappt. Ich war mir da nicht mehr so sicher. So, wo sind die anderen Kisten? So, das ist die dritte. Was waren? Waren das vier Kisten? Ich glaube. Das war, lass mich raten, wieder nicht richtig. Aber ich finde das interessant, dass die auch alle quasi so ein bisschen ihre Vorteile ausnutzen. So, Coco ist ja eine Meisterin der Verkleidung und hat dementsprechend auch damit gearbeitet. Und Hokus hat halt seine Zaubertricks, mit denen er hier auch arbeitet. Und ja. Ich finde, es passt auch irgendwie. Also das Pokémon von Coco, also Ditto, ist ja auch irgendwo ein Meister der Verkleidung, könnte man sagen. Also das passt schon sehr, sehr gut zu ihr. Und ich finde auch die Pokémon, die, da ist die letzte Kiste, dann kommen Gardevoir, die Hokus und Axel einsetzen, spiegeln ihren Charakter auch ziemlich gut wider. Ihr könnt ja mal so für euch raten, was die für Pokémon haben könnten. Oh, ich hasse das. Bist du bald fertig? So. Meine Güte. Ah, hier war die letzte Kiste. Gut. Pichu! Nein, Pichu. Du brauchst dir nichts vorzuwerfen. Dafür ist ganz allein dieser Hokus verantwortlich und nicht du. Pichu! Jetzt reicht's, ich habe die Nase gestrichen voll. Ab jetzt kenne ich keine Gnade mehr mit diesem Scharlatan. Sehe ich auch so. Ich hätte aber gerne... Komm her. Noch ein Pokémon, wollte ich sagen. Huch, da kam Schaden. Na komm, mach den Mist doch weg. Traumagie bitte. Danke. Nein, und dann geht es genau durch meine Fanglinie durch. Traumagil, du bist offiziell unsympathisch. Aber eigentlich mag ich Traumagil. Nur dieses hier nicht. Es gibt so Fangversuche, die sind angenehm schwierig und es gibt welche, die sind einfach nur nervig schwierig. Fabelhaft, ganz fabelhaft. Ihr habt das Rätsel gelöst. Das war eine echte Glanzleistung, ihr zwei. Dann führe ich jetzt mal meinen Zaubertrick vor, mit dem man sich behende aus der Affäre ziehen kann. Werd jetzt bloß nicht übermütig. Mit deiner sogenannten Magie kannst du doch höchstens Kinder beeindrucken. Du spuckst aber ganz schön große Töne für jemanden, der selbst auf meine sogenannte Magie reingefallen ist. Aber na gut, wenn ihr euch nicht für Zaubertricks interessiert, soll das hier der letzte sein. Aber es ist das erste Mal, dass ich diesen Trick beim Publikum vorführe. Nehmt also nicht krumm, wenn er wieder erwarten nach hinten losgeht. Schön, dann fangen wir gleich mal an. Bühne frei für den Zaubertrick des Jahrtausends. Ich nenne ihn den Himmelhoch, das Himmelhoch-Trugbild. 1, 2, 3. Tada! Was ist das denn? Träume ich vielleicht nur? Und wumm!
Mann, ist der riesig. Tja, da kann man buchstäblich von einem ganz großen Spektakel sprechen. So, und was nun folgt, wird euch wirklich beeindrucken. So, Bosskampf! Gegen Hokus und sein X-Bart. Ich finde, es passt schon zu ihm. Und diese Idee, dass dieses Ding so riesig ist, ist auch ganz interessant. Also sie haben sich etwas einfallen lassen. Ditto ist ja schon was Besonderes und dann X-Bart in riesig. Also X-Bart selbst ist ja jetzt nicht so schwer zu fangen. Vielleicht ein bisschen nervig, weil es so schnell ist, aber mehr auch nicht. Aber die Größe ist schon ein bisschen fies. Und natürlich die Tatsache, dass wir hier oben keine Pokestärken einsetzen können. Das macht den Kampf vielleicht auch nicht unbedingt angenehmer. Nee, ich sollte mich nicht so blöd von ihm treffen lassen. So, wir haben natürlich Latias, klar. Aber das war's dann natürlich auch schon wieder. Nichtsdestotrotz, abgesehen davon, dass ich mich jetzt zweimal ziemlich blöd hab treffen lassen, finde ich, ist es ein recht einfacher Bosskampf. Ich meine, ich habe sogar noch ein S bekommen. Ich finde ihn echt nicht schwer. Also wenn ich mir Ditto angeguckt habe, ich fand Ditto so viel schwerer als dieses X-Bart. Das hat sich so leicht fangen lassen. Dadurch, dass es halt so groß war und man außer Latias keine Pokestärken hat, haben sie es vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht. Aber ich finde X-Bart, wie gesagt, nichts Besonderes. Mein großes Spektakel hat sich als gewaltiger Schuss in den Ofen entpumpt. Den ersten Schuss in den Ofen hast du getätigt, als du dich auf Meisterdieb Ed eingelassen hast, Hokus. Liegt das wahre Glück für dich nicht eigentlich darin, mit deinen Zaubertricks die Herzen der Kinder höher schlagen zu lassen? Mit diesen Worten hast du mich genau an meinem wunden Punkt erwischt. Aber für mich gibt es kein Zurück mehr. Auch ein Magier stößt gelegentlich an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Meine Show endet hier. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder beim Spiel Spaß und Gaukelei. Was für eine Verschwendung. Er hat so viel Talent, doch er setzt es ausschließlich für böse Zwecke ein. Ein Signal des Tors wurde gebrochen. Sehr schön. Aufladen muss ich mich auch nicht, aber ich würde ganz gerne speichern. Zumindest gleich. Gut, dann haben wir heute doch schon wieder einiges geschafft. Dann können wir uns im nächsten Part dem letzten der drei Kämpfe hier stellen. Mal schauen, wie das so laufen wird. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.